Glauben Sie mir, ich würde Ihnen heute gern eine andere Nachricht überbringen. Aber es ist meine Aufgabe, Ihnen die Wahrheit zu sagen und notwendige Entscheidungen zu treffen, auch wenn sie unangenehm und unpopulär sind. Die zweite Welle der Corona-Pandemie ist für ganz Europa extrem intensiv und stellt auch uns vor eine massive Herausforderung. Es ist zwar richtig, dass viele Corona-Infizierte nur milde oder gar keine Symptome haben, es gibt aber einen gewissen Prozentsatz, der sehr schwer erkrankt und intensivmedizinisch betreut werden muss. Österreich hat zwar eines der besten Gesundheitssysteme der Welt, aber auch unsere Kapazitäten, die sind begrenzt. Und klar ist, wenn dieses exponentielle Wachstum der Neuinfektionen weiter stattfindet, dann werden schon bald unsere Kapazitäten gesprengt. Das würde nicht nur bedeuten, dass geplante Operationen aufgeschoben werden müssen, sondern in einem weiteren Schritt kommt es dann zu sogenannten Triagen. Das klingt technisch, bedeutet aber, dass in den Krankenhäusern entschieden werden muss, ob ein Unfallopfer, ein Herzinfarktpatient oder ein Corona-Fall das freie Intensivbett bekommt. In solch einer Situation entscheiden Ärzte über Leben und Tod und Patienten bekommen nicht die Behandlung, die sie brauchen. Das können und werden wir in der Republik Österreich nicht zulassen. Daher müssen wir jetzt gemeinsam handeln, um die Zahl der Neuinfizierten zu reduzieren. Ab nächster Woche Dienstag gibt es bis Ende November einen zweiten Lockdown. Wie im Frühling werden wir wieder auf vieles verzichten müssen, was unser Leben ausmacht, auf Freizeitgestaltung, Kultur, Sport, aber auch auf die Gastronomie. Und gleichzeitig ist es wichtig, dass wir die Wirtschaft so gut es geht am Laufen halten. Daher wird der Handel weiter geöffnet sein und auch persönliche Dienstleistungen wie die Friseure oder Physiotherapeuten können unter strengen Hygienevorschriften weiterarbeiten. Auch Industrie und Produktion werden wie zuvor geöffnet bleiben, mit Homeoffice-Konzepten überall dort, wo es möglich ist. Darüber hinaus bleiben Kindergärten und Pflichtschulen vorerst geöffnet, nur die Oberstufe wird auf Distance Learning umgestellt. Wir werden hier die Infektionsentwicklung genau evaluieren und wenn notwendig natürlich auch nachschärfen. Besonders wichtig ist mir, dass wir die wirtschaftlichen Folgen für all jene Betriebe, die in den nächsten Wochen geschlossen werden, bestmöglich abfedern. Wir werden betroffenen Unternehmen daher bis zu 80% des Umsatzes im November ersetzen, wenn sie sich verpflichten, ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu behalten. Wir werden dabei rasch und unbürokratisch helfen und so viele Arbeitsplätze wie möglich retten. Liebe Österreicherinnen und Österreicher, die meisten Ansteckungen, die finden nach wie vor statt, wenn sich Menschen treffen, die sich gut kennen. Denn gerade wenn man Menschen trifft, die man mag, dann hält man oft wenig Abstand, man kommt sich näher und verbringt auf engem Raum viel Zeit miteinander. Daher bitte ich Sie, reduzieren Sie generell soziale Kontakte und halten Sie, wenn Sie jemanden treffen, so gut wie möglich Abstand. Ich weiß, dass all diese Maßnahmen für uns alle nicht leicht sind. Aber wir sind damit in Österreich nicht allein. Fast alle Länder in der Europäischen Union sind in einer ähnlichen Situation und müssen ähnliche Maßnahmen setzen. Egal ob Deutschland oder Frankreich, das sozialdemokratisch geführte Spanien, die liberal geführten Niederlande oder das rechtskonservative Polen. Alle müssen handeln, um einen Zusammenbruch ihres Gesundheitssystems zu verhindern. Denn die wichtigste Aufgabe jeder Regierung ist es, die Bevölkerung zu schützen. Aber sehr geehrte Damen und Herren, die Maßnahmen, die Verordnungen, die Regeln, all das reicht allein nicht aus. Erfolgreich sind wir nur, wenn alle mitmachen. Der Staat kann das nicht alleine schaffen. Das Gesundheitssystem kann das nicht alleine schaffen. Es braucht den Beitrag von jedem Einzelnen von uns. Und wenn Sie jetzt gerade zuschauen und sich denken, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr,
ich halte das alles nicht mehr aus, dann kann ich Ihnen nur sagen, ich verstehe Sie. Auch für mich ist es nicht angenehm, stets eine Maske zu tragen. Auch für mich ist es schwer, Familie und Verwandte nicht zu besuchen. Und auch für mich ist es ein Verzicht, nicht das eine oder andere Mal nach der Arbeit Freunde zu treffen. Die Pandemie, die ist für jeden von uns eine Belastung und sie löst in jedem von uns etwas aus. In sehr vielen Menschen etwas Gutes. Junge Leute, die für Ältere einkaufen gehen, Menschen, die Nachbarn versorgen, die gerade in Quarantäne sind, Gesundheitspersonal, das über eigene Grenzen hinausgeht. In manchen Menschen, da löst sie aber auch extreme Verzweiflung und sogar Wut aus. Und auch das ist verständlich. Aber wenn wir solche negativen Emotionen verspüren, dann sollten wir das eine oder andere Mal auch kurz innehalten und uns bewusst daran erinnern, dass viele Menschen diese Krise in anderen Teilen der Welt unter ganz anderen Bedingungen durchleben müssen. Ich denke, auch wenn diese Situation eine extrem schwierige ist, dann können wir uns alle doch glücklich schätzen, sie in einem Land wie Österreich zu erleben, mit einem starken Gesundheitssystem, einem robusten Sozialstaat und der Finanzkraft, um auch in Notsituationen zu helfen und diese abzufedern. Sehr geehrte Damen und Herren, ich weiß, für viele ist aktuell die wichtigste Frage, wann ist das alles endlich vorbei? Das ist nicht auf den Tag genau vorherzusagen, aber ich bleibe bei meiner Einschätzung, die ich schon vor einigen Monaten getroffen habe. Der Herbst und der Winter, die werden sehr, sehr schwierig. Wir erleben das gerade. Aber ich bin überzeugt davon, dass wir bis zum Sommer 2021 den Durchbruch schaffen und mit Hilfe eines Impfstoffs zu unserer gewohnten Normalität zurückkehren können. Bis dahin werden wir in einer Situation sein, in der wir niemals sein wollten. Wir werden in einer Situation sein, in der wir zwischen dem Schutz der Gesundheit und dem Schutz der Grund- und Freiheitsrechte den Ausgleich finden müssen. Und es wird eine tägliche Herausforderung bleiben, hier die richtige Balance zu suchen. Bis dahin werden die Situation gesundheitspolitisch, wirtschaftlich und gesellschaftlich herausfordernd bleiben. Und bis dahin kämpfen wir gemeinsam um jeden Patienten, um jeden Betrieb und um jeden Arbeitsplatz. Ich bitte Sie daher eindringlich, leisten wir alle unseren Beitrag, damit die Republik Österreich und somit wir alle gut durch diese Krise kommen. Vielen Dank. Wir sind ORF 2.